Ja, und damit hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Dachte, ich kann da rüberfahren. Ich bin aber zu fett, ich kann da nicht rüberfahren. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss ausweichen. Ich muss ein bisschen anders da fahren. Schauen wir uns das mal an. Ich hatte auch gerade ein kleines Häuschen. Hatte ich hier mein Floß gebaut? Der Insel? Dann das andere Floß zu holen, weil da waren Häuschen und ein Steg, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ich das genau gesehen habe. Ich werde es gleich sehen. Ich muss mal gucken. Ich muss mir angewöhnen, wirklich. Ich muss mir das angewöhnen. Ich habe mir schon angewöhnt, ja, gewisse Dinge aufzuschreiben auf mein Handy, auf mein Notizding. Ja. Aber ich muss mir noch angewöhnen, dass ich mir das viel genauer aufschreibe. Weil dann stehen da solche Informationen wie D7 oben rechts. Oder D8 unten links. Dann muss ich aber mein Gehirn einschalten, wieder sagen, was haben wir jetzt gemacht? Von wo sind wir jetzt gekommen? Von oben oder von unten? Von hinten oder von vorne? Von links oder von rechts? Weil dann ist ja oben und unten wieder ganz anders, ja? Oder dann noch solche Einzelheiten, so Wasserfall, da und da, schön hier und da, da könnte man, ne? Dass ich mir das einfach ein bisschen genauer aufschreibe, dass ich einfach nicht erst gucken muss, dass ich etwas finde, sondern... Ja, dass ich das halt einfach wissen, wie ich meinen schneller finde. Mal hier, das meine ich. Hier steht ein Steg. Ja, das war diese Insel, wo ich drauf bin, wo ich gebaut hatte. Weil ich hier mein... Ja, unser Floß kaputt war. Echt? War das... Halt wirklich, ich bin woanders da drauf und so. Hey. Lauf jetzt mal ein Stückchen hier rein ins Landesinnere, weil ich glaube, hier war ja der Fluss. Eva. Hier war er da hinten. Ich hänge hier fest. Käfer. Bin mir jetzt halt nicht 100% sicher, Leute, ob wir hier schon oder... Die erste Insel, die wäre auf... Ich gehe mal kurz in meinen Fluss, dann schaue ich nochmal auf mein Telefon, auf mein Handy, mein Notizblock. Weil die erste, die wir eigentlich entdeckt haben, müsste, glaube ich, die D8 gewesen sein. Weil wir sind ja... der damals von unten gekommen. Damals von unten gekommen? Bin dann hochgefahren. Ja. Ich würde einfach vorschlagen. Ja, es ist ja keine weite Strecke mehr unbedingt. Dass wir uns die erste nochmal angucken. Oder wir fahren nochmal ein Stückchen darüber. Weil das...
Ja, das ist hier schon, wo ich das Häuschen gebaut habe, es ist nicht schlecht, aber es ist nicht perfekt. Mir fehlt da noch irgendwas. Ich finde das halt hier sehr geil mit der Bucht, dass man reinkommt. Aber ich glaube mich auch daran zu erinnern, dass das auch bei... dass es auch bei der D8 sowas gab. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ich versuche gerade ein bisschen... Aber ich glaube, das war so. Weil das Ding ist halt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich würde hier bauen, ne, und würde hier irgendwo meine Werft hinbauen, ich müsste dann jedes Mal mit dem Schiff halt auch so dementsprechend gut manövrieren, ja, dass ich das dann hier erwische, ne? Dass ich hier wieder rauskomme. Das ist halt teilweise gar nicht so einfach, weil mit dem Floß komme ich relativ gut über Sandbänke. Aber das Schiff, das würde sich halt in dem Moment festfahren. Gucken wir jetzt nochmal hier die Ecke an, weil ich ja hier auch gerade diesen Wasserfall nach unten sehe. Vielleicht ist da ein kleiner See, Teich, Fluss oder sowas, wo wir dann noch bauen können. Ich schau, Freunde. Das gibt jetzt eine Schaufolge. So, wir können jetzt hier kurz parken. Komm. Ja, auf den Rest. Mal kurz noch hier. Oh, Emma, ich kann dich ja auch wieder leveln. Weiß ja nicht, Leute. Vielleicht habt ihr da auch noch ein paar Tipps, wie ich das am besten machen, wie ich am besten zum Beispiel auch meine Tiere leveln kann. Also eine Kuh zum Beispiel, ja. Ich level die ja meistens auf Leben, ja, weil eigentlich braucht die Kuh ja nichts. Was braucht die Kuh schon, ja. Was ist da besser, was man da leveln kann? Gibt es da eine Möglichkeit, dass es zum Beispiel mehr Milch gibt, dann, wenn ich ein gewisses Teil ihr skille oder nicht, ne? Weil beim Schwein mache ich ja eher auf Leben und Damage, weil das soll ja unsere Kampfsau werden. Eine Roswitha ist unser Kampfschwein. Also da könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne helfen, was da am besten ist zum Skillen. Momentan ist halt auch wieder die Vorproduktion, Freunde, für die Nachtschichtwoche, die ich jetzt dann bald habe. Das bedeutet, die nächsten paar Folgen nicht wundern, wenn es da halt dann erst, also wenn ich da nicht auf die Kommentare eingehe, sondern dass dann erst alles viel, viel später kommt. Denn die nächste Aufnahmesession kann ich dann erst wieder starten. Und jetzt muss ich überlegen, wenn diese Folge hier rauskommt, dann müsste Sonntag sein. Sonntag, genau. Ich nehme dann auf bis einschließlich Freitag. Das bedeutet, die nächste Aufnahmesession starte ich entweder am Freitag noch oder erst wieder am Samstag. Ja. Von daher ja, wäre das halt einfach dann, ne? 6 Tage knapp, die halt kein, auf die ich halt jetzt nicht wirklich eingehen kann, auf die Folgen. Das ist hier halt auch schon geil, ne? Mit dem, hier haben wir Wasser und wir haben das Meer relativ nahe. Das ist halt, es ist so schwer, Freunde, mir wirklich eine geeignete Insel rauszusuchen, ne?
Tiger. Ich glaube, ich bin einfach zu wählerisch, was Inseln angeht. Ich muss da echt Abstriche machen. Das Ding ist halt auch, jetzt hier so direkt an einem Wasserfall zu bauen, ihr hört ja, ne? Es ist halt mega laut. Ne? Es ist halt einfach mega laut. Deshalb möchte ich da jetzt auch nicht direkt dran bauen. Was ist das hier? Was ist ein Salzwassertümpel? Mir fällt das halt wirklich nicht leicht, mich zu entscheiden, ne? Ich hasse das manchmal bei mir so, ne? Auf der einen Seite will ich bauen, weil es mir auf den Sack geht, ja, dass wir halt ständig diese Fehler haben oder halt, man ist sich halt dann unsicher. Man hat so viel Material und dann passiert irgendwas und würde mir knallhart in den Hintern beißen, wenn ich dann wissen würde, hä, du hast das schon wieder und jetzt bist du selber schuld, du blöde Kuh, ja? Weil du halt nicht gebaut hast, aber ich... Es war halt jetzt einfach noch nicht das dabei, wo ich... Ich fahr mal kurz darüber auf diese Seite. Vielleicht können wir auch einmal ein bisschen um die Insel rumfahren und mal schauen, so, weil wir sind ja noch gar nicht wirklich rumgefahren, ne? Wir haben ja, weißt du, so diesen Teil hier vorne gesehen, aber hinten dran haben wir jetzt auch noch nicht richtig geguckt. Vielleicht ist da ja auch noch irgendwie eine Stelle oder sowas. Weil ich glaube, mit meiner Orientierung Duftbaum habe ich diese ganze Insel auch noch gar nicht wirklich mir richtig angeguckt, ja, um dann zu sagen, hey, genau da ist die Stelle, wo wir jetzt bauen. Da fahren wir hier einfach mal kurz einmal drumherum, Freunde. Weil es wird jetzt die Entscheidung fallen müssen. Bauen wir auf dieser Insel oder bauen wir auf dieser einen Insel bei D8? Diese große Elefanteninsel wäre halt auch noch eine Option mit diesen riesen Bäumen. Die nenne ich einfach große Elefanteninsel, weil, ne, was müssen das für Bäume sein, wo die großen Elefanten spazieren gehen und so. Kinderlied, weil sie das nicht kennt. Steht auch noch zur Option, weil da war das halt schon mega krass mit den Wasserfällen, aber die Laufwege waren da halt noch extremer wie jetzt auf den beiden Inseln hier. Also... Ja, das ist halt anders fraglich, ne? Dann machen wir ein bisschen Segel hoch leicht, wenn nicht so schnell unterwegs sind, weil wir haben gerade gut Wind. Aber den brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich möchte einfach hier mal ein bisschen gucken, ein bisschen schauen. Kurz mal den Bus hier parken. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Nämlich kurz etwas schauen. Dann eine Schlacht rechts. Der ist da auf jeden Fall. Ein Steinbock. Lange, ja. Bär, aber Bären sind eigentlich relativ lieb. Die machen uns ja nichts. Hat das Schwein diese Schlange erlegt. Weil die Schlange war schon ein bisschen zu gierig, ne? Ich glaube, schon die nächste. Für
diese Ecke, an die kann ich mich nämlich gar nicht erinnern. Aber da ist jetzt halt auch kein... Wäre jetzt halt geil, wenn hier von oben jetzt noch ein Wasserfall runterkommen würde oder so. Würde ich halt feiern, ne? Dann hätte ich hier gebaut. Hätte, hätte, Fahrradkette. Hättest du nicht. Du hättest dann da nicht gebaut. Nee, da ist doch noch nie. Das passt doch noch nicht. Doch gar nicht. Was sagst du da? Ist doch gar nicht wahr. Hätte ich. Wirklich. Oh. Da wurde Schwein getötet. Der Schlange. Eine SMS. Da kommt eine SMS. Die muss jetzt aber kurz warten. Die kann ich jetzt nicht lesen. Bitte, bitte eine Aufnahme, Freunde. So, wir spielen mal schnell wieder auf unser Flößlein zurück. Ich weiß gar nicht, wenn das Floß so auf dem Wasser treibt, ne, ohne Anker gelichtet, treibt das dann eigentlich weg? Ich habe darauf noch gar nicht so geachtet, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, das bleibt. Geh mal irgendwie hochspringen. So. Okay. So, wieder ans Segel. Eindrehen. Na, Emma. Sollst du das machen hier? Ich weiß, euch bleibt ja nichts anderes übrig. Ihr müsst ja aufs Floß scheißen. Immer schön wenden. Das hat halt auch einen Wendekreis von einem LKW, ne? Das ist noch schlimmer. Und ich hasse es, wenn ich dann hier an diese Felsen drankomme. Ja, ja, ist alles gut. Du brauchst nicht so schreien. Krieg das schon hin, da brauchst du Futter. Okay. Jetzt muss ich gleich machen, wenn ich geankert habe. Dann machen wir gleich. Jetzt gucken, ob die Tiere genug fressen haben. Ja, wir gucken gleich. Naja, Schatz. Hier irgendwie mal kurz. Verwerfen. So, aber jetzt kann ich hier nämlich rausschmeißen, weil unser Floß ist halt noch nicht hoch genug gelevelt. So, jetzt gucke ich mal eben. Habe ich irgendwo, wo habe ich den... Voll. Ich auch mal selber gerade ein bisschen. Futtern. Hier rein. Schauen wir mal rein. Schaf hat noch. Hase. Auch noch mehr wie genug. Kann auch gelevelt werden. So, was hat unser Schwein? Hat auch noch mehr wie genug. Mal kurz hier rüber. Komm mal das hier eben ins Moment. So. Mensch, Frau, warum hüpfst du denn immer vom Floß runter? Also Bock oder was? So, Naya hat nämlich.
Naja hat nämlich nichts mehr. Das bedeutet, wir müssen mal Naja Futter geben. Jetzt muss ich mal eben schauen, wo ist unser Eimer mit Milch? Dann Milcheimer, dass wir kurz Emma melken können. Also. So, Isha. So, Emma, meine Gute. Naja. 65 Milch. Ah, ja, perfekt. Das passt doch super. So, jetzt füttern wir schnell die Naja. Und ja, Freunde, wie es dann weitergeht und welche Insel es im Endeffekt werden wird, ja, all das erfahrt ihr dann in einer der nächsten Folgen von Atlas. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen. Kampf der Kobra. Was soll das?